Willkommen zurück bei Kreativgefühl, ich bin Sina und heute werden wir kreativ. Ihr müsst kein großes Vorwissen haben oder irgendwas. Ich freue mich, wenn ich euch dazu ein bisschen inspirieren kann. Teilt unbedingt eure Ergebnisse, aber jetzt starten wir erstmal. Es geht heute um Bilder, die wirklich so simpel sind, dass jeder sie umsetzen kann, ohne Talent, ohne dass ihr großes Vorwissen habt. Ich habe 3 Sachen vorbereitet, ich werde die alle in mein Kreativbuch hier mit reinnehmen. Also das ist mein quadratisches Kreativbuch, ich verlinke euch hier oben nochmal ein Video dazu. Und werde unterschiedliche Materialien nehmen. Ich habe mir gedacht, dass ich für jeden quasi was dabei haben möchte, je nachdem, was für Materialien ihr da habt, weil es mir persönlich einfach immer super wichtig ist, dass jeder einfach so starten kann. Das heißt, egal ob Acryl oder Aquarell oder auch gar keine Farben, für euch wird auf jeden Fall was dabei sein. Ich starte jetzt erstmal mit Acrylfarbe, nehme mir dazu dann noch so ein Stückchen dickeres Papier zur Hilfe, einen Bleistift, wenn ihr möchtet, und braucht dann noch einen Pinsel. Ich nehme jetzt hier so einen flachen Pinsel, der einfach sehr schön dazu da ist, um Sachen ein bisschen gleichmäßiger aufzutragen, aber da könnt ihr auch schauen, was ihr da habt. Ich traue mich jetzt diesmal ein bisschen an eine Neonfarbe. Das ist ja auch nichts, was ich häufig mache, aber da wir jetzt eine sehr simple Sache umsetzen, die von ihrer Farbe lebt, traue ich mich da mal. Und ihr denkt euch erstmal als Rahmen für dieses Bild ein Quadrat in der Mitte, beziehungsweise in diesem Quadrat in der Mitte kommt unser Bild drauf. Und nur die linke Hälfte des Quadrates malen wir jetzt einmal aus, sodass quasi ein Rechteck entsteht, was vertikal auf der Seite liegt. Das könnt ihr ganz leicht mit einem Bleistift vorzeichnen. Achtet da aber auf jeden Fall darauf, dass wenn ihr eine helle Farbe nehmt, wie jetzt zum Beispiel Gelb, man das auch teilweise gut durchsieht, das heißt wirklich nur eine ganz dünne Bleistiftlinie nehmen. Und dann tragt ihr das einfach auf, möglichst gleichmäßig. Es ist aber auch überhaupt nicht schlimm, wenn man die Pinselstriche sieht. Ich mag das ganz gerne bei Acrylfarbe, wenn man so ein bisschen auch Unebenheiten mit drin hat. Das macht das Ganze noch ein bisschen interessanter. Dann kommt die schwarze Acrylfarbe zum Einsatz und die tragt ihr am besten direkt so in der Linie auf, dass ihr da mit eurem dickeren Papier, bei mir ist es jetzt so eine alte Briefhülle, dass ihr dort das Ganze als Stempel nutzen könnt. Da könnt ihr auch ein Stückchen Pappe nehmen oder was ihr einfach da habt. Und das nutze ich jetzt weiter zum Stempeln. Ich finde es wirklich sehr praktisch, wenn man sich so Hilfsmittel sucht. Man könnte das natürlich jetzt auch einfach mit einem Pinsel ziehen. Das würde natürlich auch gehen, aber ich bin ja ein großer Fan davon, das auch einfach mal mit anderen Möglichkeiten auszuprobieren. Ab der Hälfte wechseln wir dann ins Vertikale und stempeln vertikale Linien. Generell bin ich echt ein großer Fan, unterschiedliche Sachen mal auszuprobieren. Und wenn ihr Lust habt, mal live dabei zu sein, dann merkt euch den Sonntag, den 21. Februar, das ist in einer Woche. Da werden wir abends gemeinsam in einem Livestream kreativ sein. Um dabei zu sein, müsst ihr euch anmelden. Das ist hier einfach in der Infobox über den Newsletter, könnt ihr euch einfach anmelden, total kostenlos. Wenn ihr dabei sein wollt, dann verpasst das nicht. Und schon ist eine wirklich super simple grafische Idee von einem Bild fertig. Das kann man auch in viel größerer Form machen für eine richtige Leinwand oder halt wirklich für euer Skizzenbuch oder einfach mal um mit Farben herumzuspielen. Die zweite Idee, dafür nutzen wir Aquarellfarbe. Und ich habe jetzt hier noch einen relativ großen Pinsel mir rausgesucht, generell zu den Materialien. Schaut mal in der Infobox, ich versuche euch da alles zu verlinken. Und es wird auch in den nächsten Tagen nochmal ein Video zu Materialien geben. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann schaut auf jeden Fall, abonniert den Kanal. Und wir brauchen noch weitere Stifte für dieses Projekt. Ich habe jetzt hier auch noch dann Kreiden dazu genommen, also Aquarellkreiden. Da könnt ihr schauen, was ihr einfach da habt. Und wir beginnen mit einem simplen Kreis, der absolut nicht perfekt rund sein muss. Achtet darauf, dass ihr genug Wasser nehmt. Das heißt, das Papier, auf dem ihr arbeitet, sollte natürlich auch einigermaßen gut mit dem Wasser klarkommen. Das ist jetzt aber auch wirklich, muss kein hochwertiges Aquarellpapier sein, sondern einfach nur ein Papier, was sich nicht komplett wälzt. Und dann nehmen wir einen schwarzen Stift, denken uns so eine Trennlinie in der Mitte von der großen Kugel.
und stricheln da einmal längs. Und ich habe da jetzt so einen Stift genommen mit einer beweglichen Pinselspitze. Dadurch werden die Striche so ein bisschen ungleichmäßig, was ich gerne mag, was ich gerne wollte. Und ich habe auch direkt darauf geachtet, die Punkte oder die Kleckse nicht alle genau gleich zu machen, damit einfach Unregelmäßigkeiten, die sich automatisch ergeben, gar nicht so auffallen. Ich habe nur darauf geachtet, quasi den Abstand voneinander ungefähr ähnlich zu halten. Und dann nehmt ihr euch den weiteren Stift oder in meinem Fall jetzt hier die Kreide, könnt aber auch einen guten Filzstift nehmen oder halt auch ganz andere Stifte und macht da sehr lockere Kreise drumherum. Das könnt ihr einfach so ein bisschen versetzt anbringen, das heißt eine ähnliche Größe wie der große Kreis, das Ganze aber so ein bisschen versetzt, sodass ihr auch ein bisschen über den kleinen Kreis rübermalt. Wenn man Kreiden nimmt oder Pastellkreiden, dann hat man natürlich auch super schön noch eine andere Haptik mit drin. Das finde ich dafür auch sehr geeignet. Und schon ist eine richtig schöne, kleine, abstrakte Malerei fertig, die ich super schön finde, die man auch gut irgendwie so auf einer Karte mal nutzen kann, die mir persönlich sehr gut gefällt und wirklich schnell geht. Und für die dritte Möglichkeit nutzen wir mal was komplett ohne Farben und dafür braucht ihr einfach quasi farbiges Papier und selbst wenn ihr kein farbiges Papier habt, könnt ihr jetzt auch einfach so einen Briefumschlag nehmen, den ihr noch rumfliegen habt und daraus einfach Kreise ausschneiden. Da könnt ihr einfach euch eine Schablone nehmen, das finde ich geht immer am schnellsten, da muss man jetzt gar nicht groß den Zirkel rausholen. Schneidet euch da Kreise aus und klebt das Ganze dann auf. Einfach die drei Kreise ungefähr gleich nebeneinander. Ich mag diese Mischung zwischen Sachen aufkleben, Sachen malen super gerne und kombiniere das auch total gerne. Und auch in dem 4-Wochen-Programm, was es ja im März wieder geben wird, da wird nächste Woche am Sonntag auch die Anmeldung veröffnen. Und dann könnt ihr euch eine Woche lang anmelden. Da werden wir dann wieder 4 Wochen lang in dem Online-Programm unsere Kreativbücher füllen. Und genau da liebe ich es ja auch einfach, so ein bisschen herumzuspringen und so ganz viele unterschiedliche Sachen auszuprobieren. Das heißt, an manchen Tagen malt man mehr, an manchen Tagen zeichnet man mehr, an manchen Tagen beschäftigen wir uns so richtig mit Collagen oder auch einem kleinen Vision Board und auch manchmal mit Text. Und das ist irgendwie einfach super spannend, mal mit unterschiedlichen Sachen sich kreativ auszutoben und sich dadurch einfach regelmäßig richtig schöne kreative Auszeiten zu gönnen und sich selbst damit einfach was Gutes zu tun. Ich finde es schön, wenn man jetzt bei diesen drei Kreisen so ein bisschen darauf achtet, dass die Pflanzen, die ich darauf gezeichnet habe, teilweise darüber ragen und teilweise nicht. Dann gibt es noch 2 weitere Ideen, die ich vor kurzer Zeit mal abends mir einfach, habe ich mich einfach auf die Couch gesetzt und habe Kleinigkeiten in mein Skizzenbuch, in mein Kreativbuch aufgenommen. Das war eine richtig schöne Zeit. Ich habe da gar nicht mitgefilmt, deswegen kann ich euch dazu jetzt keine Filmsequenzen zeigen, aber es war deswegen umso schöner, einfach mal ganz privat Zeit für mich dazu zu nutzen. Und das sind vielleicht auch noch schöne Anregungen, geht ja so ein bisschen in eine ähnliche Richtung teilweise und einfach eine richtig schöne Möglichkeit, sich selbst was Gutes zu tun. Ich freue mich riesig zu sehen, was ihr so aus den Sachen gemacht habt. Also verlinkt mich super gerne bei Instagram oder schickt mir eine Mail oder lasst es mich in den Kommentaren wissen, wie es für euch funktioniert hat, wenn ihr es nachgemacht habt. Und wenn ihr noch weiter kreativ sein wollt und da auch so ein bisschen an die Hand genommen werden wollt, nächste Woche gibt es einen kostenlosen Live-Workshop. Zum Kreativwerden. Das heißt, Sonntagabend nächste Woche werden wir uns gemeinsam vor die Laptops setzen und unsere Stifte rausholen und Farben rausholen und auf Papier einfach ein bisschen kreativ werden. Was es genau wird, verrate ich noch nicht. Das werdet ihr dann erfahren. Es wird aber keine großen Materialien geben. Also ihr braucht nicht viele Materialien, sondern jeder kann mitmachen. Ihr braucht auch kein Vorwissen. Also ja, ich freue mich riesig, wenn ihr dabei sein wollt. Ihr kriegt den Zugang zum Video, wenn ihr euch zum Newsletter eintragt. Da kriegt ihr alle Infos einfach in der Infobox. Ja, ich freue mich riesig. Nächste Woche, Sonntag, geht's los. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche zusammen zum Kreativwerden wieder. Tschüss!